So. Nein, nicht hin jetzt. Wir sind so. Soll ich da hochklettern? Friede sei mit euch, Altair. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Glaube ich hier überhaupt richtig gerade? Ich meine, wir haben ja noch eine Minute Zeit, soweit wir können ja nicht sein. Na, guck mal, da drüben ist er schon. Hallo. Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Ja, da dürften die hier sein. Glaube ich. Südöstlich. Also die. Gehen wir mal gucken. Wenn das da oben überhaupt dieser Zug ist. Warum ich hier anders geplant? Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Was kostet dich den Kopf? Du erhörst mir nicht! Das ist keine Zeit, Frau. Du auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Den weg. Bevor ich da jetzt immer lange drauf einhauen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh je. Wie konnte das nur passieren? Hast du gerade selber gesehen? Willst du mich jetzt verarschen? Möge der Herr gnädig sein. Oh, ich muss weg. Hm? Dieser Mann scheint in Eile zu sein. So. Was haben wir denn in der Nähe? Sind wir gerade eh hier in der Nähe. Ich weiß nicht, welcher von den beiden das ist. Naja. Und Schaden kann es ja nicht. Au. Bleibt stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Oh, hier, ich will auf der Kette. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Wie konnte das nur passieren? Ach komm, ich erlöse dich. Ja, das war klar. Ja, war klar, dass die aufstehen. Schlappe. Ihr werdet
Da seht ihr, zwei Sarazenenflaggen. Ach, ich werde nicht mehr. Jetzt geht mir doch nicht so hart auf den Keks rein. Seht ihr etwas, was ihr mögt? Ah, ihr seid am richtigen Ort. Das ich habe, wonach ihr sucht. Dessen bin ich ganz sicher. Ich kriege es schon auch. Kommt und seht selbst. Wage ich zu bezweifeln. Du weißt nicht, dass ich es bin. So, dann ab nach da unten. Habt ihr das gesehen? Gehen wir hier hoch? Du bist geleitet, dann geht's schneller. Ich zeige euch mein ganzes Angebot. Ha. Oh. So wollt wohl nicht. Ich habe eine große Auswahl, eine sehr große Auswahl. Ich habe, wonach ihr sucht. Und schwupp. So, wen sollen wir denn hier belauschen? Die beiden. Da drüben ist der Bug, das ist gut. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Die Balken im zentralen Hof sind zugänglich. Das ist gut. Gucken, ob wir das nutzen können. So, dann gehen wir den Kollegen befragen, ist klar. Zu euren Diensten. Stirb, Dieb! Warum tut ihr mir das an? Was habe ich euch getan? Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. So zog Tamir ab. Ritt gen Norden und sorgte sich, was aus seinen Vorräten werden würde. Denn schon bald drohten sie zu verderben. Das hätte das Ende dieser Geschichte und dieses armen Mannes bedeutet. Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen. Hey! Euch kenne ich doch. Das kann gar nicht sein. Oh, ihr armer Duft. So, komm her. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen.
Hat auch keiner gesehen. So, Nachforschungen sind beendet. Dann nehmen wir den Aussichtspunkt noch mit. Was eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil wir eh schon alles sehen. Aber wir haben gesagt, wir nehmen alle mit. Dann nehmen wir alle mit. Und so lange dauert es ja nicht. So, die Aussichtspunkte haben wir alle. Da färbt sich das Symbol auch schon blau. Wobei. Sollen wir die machen alle? Das sind eigentlich viele. Ah, später vielleicht. Erstmal gucken, was unser Kollege uns jetzt zu sagen hat. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel so ist, dass wenn wir alle optionalen Missionen machen, sprich halt Bürger befreien, Aussichtspunkte und sowas. Alter, ihr. Schön, euch zu sehen. Und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Haben wir das nicht schon gehört? Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Tamir beherrscht den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Am Anfang haben die doch das Gleiche geredet. Spule vor zu aktuellen. Als wir das erste Mal hier waren, haben die genau das Gleiche geredet. Dann auf einmal so, ja, ist okay. Nee, was ich vorhin sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie einen neuen Synchronisationsbalken kriegen. Die Dinger, die hier oben immer in der Ecke sind. Wenn wir alle Aussichtspunkte und einen Bürger befreien. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist ja schon länger her, als ich das erste Mal gespielt habe. Aber ist auch nicht so wichtig. Ja, diesmal hat es geklappt. So, da hinten drin soll er irgendwo sein. Wo er denn jetzt? Au. Seht selbst! Ihr werdet es nicht verleugnen! Da! Ha!